die before I wake. At least in heaven I can skate. Cause right now on earth I can't do jack. Also die Halle 21 ist eine Skateboardhalle in der Siemensstraße in Straubing. Und im Winter stellen wir die Möglichkeit für die kleinen Jungs und für die kleinen Mädels da, dass sie zum Beispiel hier skaten können, aber auch für die Großen vor allem. Und am Sonntag zum Beispiel von 12 bis 14 Uhr die Skateboard-Schule. Da lernen die kleinen Kinder, wie man richtig Skateboard fährt. Und danach um 14 Uhr ist dann wieder normaler Betrieb für die Großen, wo diese dann einfach frei fahren können und ihre Skateboard-Tricks präsentieren können. Der Jason und Roman, die bringen mir fast alles bei und jetzt habe ich das da gerade eben gelernt und das ist cool. Kann man sein ganzes Leben lang dran lernen. Also manche lernen schneller, manche lernen langsamer. Ich bin auch eher der Langsame, aber es geht schon, kriegt man schon was hin. Ich habe als kleines Kind schon also das Skateboard geschenkt gekriegt und dann immer wieder ein bisschen hin und her. Und jetzt hat vor einem Jahr mein Bruder angefangen, dann haben wir gedacht, probier es einmal und ja. Meine Freunde fangen jetzt alle auch an zu Board fahren, dann habe ich mir auch gedacht, dass ich anfange. Nein, weil es mir Spaß gemacht hat und weil es mir meine Mama empfohlen hat, weil ich so eine Skaterratte bin. Unter uns, ich hasse Fußball. Ein Treffpunkt für Skateboard-Begeisterte, die Halle 21 in Straubing. Fast hätte die Halle letztes Jahr schließen müssen, das wollten die Skater unbedingt verhindern. Sie schlossen sich als Skateboard-Szene Straubing e.V. zusammen, damit sie ihrer Leidenschaft weiter nachgehen können. Jetzt schmeißen sie den Betrieb ehrenamtlich mit jeder Menge Engagement. Wir wollen die Halle behalten. Keiner hatte noch eine richtige Ahnung, wie das jetzt laufen wird, aber wir haben uns jetzt eingelebt. Ich bin dieses Jahr auch noch dazugekommen und wir haben jetzt ganz viele Strukturen geschaffen, die Skateschule ausgebaut, ganz viel repariert und dieses Jahr ist es so gut wie nie eigentlich. Alle Nichtmitglieder unter 16 Jahren können vorbeischauen und für 3 Euro pro Tag die Ramps befahren. Für die Kleineren gibt es jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr Skateunterricht. Da die Subkultur nun fast schon zum Mainstream übergegangen ist, finden sich immer mehr Mitglieder, die ihre Bretter krachen lassen wollen. Hier kann jeder herkommen, wer will, wer Skateboard interessiert ist. Wir hatten hier schon Leute bis zu 50 Jahre. Es gibt auch noch Leute, die mit 50 immer noch skaten. Vom ganz alten Schlag finden wir immer wieder toll. Die größte Zielgruppe sind die Kinder von 10 bis 25, 26 Jahren. Die Skateboard-Community hat hier ein gemeinsames Konzept. Freundschaft. So sitzen die Jungs auch in ihrer Freizeit zum Quatschen oder Playstation-Spielen zusammen. Die Halle 21 in Straubing wird von den Jugendlichen mit Leidenschaft, einem großen Freiheitsgedanken und einem Hauch Revolution geleitet. Mit Erfolg.